Dau, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Das Wichtigste zuerst, Samstag, Pokal gegen Hagen. Worauf kommt es an? Was kann man sagen? Also zuerst mal in Vereinsgeschichte, dass wir diese Gelegenheit haben, DHB-Pokal zu spielen. Die Jungs haben das verdient, letzte Saison mit diesem dritten Platz in der Aufstiegsrunde. Und natürlich, wir spielen gegen eine Zweitligamannschaft. Und ja, wir haben Erfahrung, wir haben gegen die vor 1,5 Jahren gespielt. Aber die haben in dieser ersten Saison in zweiter Liga wirklich eine starke Leistung gezeigt. Und natürlich das aus zweiter Liga gegen dritte Liga. Wir haben diese Favoritenrolle, aber ich glaube, dass wir alle freuen uns auf dieses Spiel. Und natürlich, das ist eine super Gelegenheit für alle Leute hier im Verein. Ja, das ist quasi der Auftakt in die Pflichtspielsaison. Wenn du zurückblickst auf diese letzten Wochen, auf die Vorbereitungen, was sind so die wichtigsten Punkte, die dir einfallen? Wie ist die Vorbereitung gelaufen? Was war dir wichtig? Was hat gut geklappt? Was hat vielleicht auch nicht so gut geklappt? Das Wichtigste, ich glaube, wie für jede andere Mannschaft, ist, die neuen Zugänge so schnell wie möglich zu integrieren. Und wir haben 4 neue Spieler: Matthias, Lukas, Nils und Marco. Und ehrlich zu sagen, die Integration hat wahrscheinlich eine halbe Stunde gedauert. Ich glaube, dass diese erste Woche in Basingshausen hat uns auch in der Richtung geholfen, weil wir waren die ganze Zeit zusammen. Natürlich, einige haben sich gemeckert wegen 3-mal pro Tag Training, aber Hauptsache, dass wir waren dort die ganze Zeit zusammen und wir konnten auch ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Bowling, Tischtennis und natürlich harte Arbeit mit Tommy Pappe, unserem Fitnesstrainer, und natürlich die taktische Sache, die wir seit dem ersten Tag, also gleichzeitig angefangen haben. Aber wenn man jetzt diese Vorbereitung guckt, man kann natürlich zufrieden sein, bedauern vielleicht die paar Verletzungen, die wir hatten. Besonders unser Kapitän Lungela, der gleich in Basingshausen zog eine Verletzung und hat fast alle Freundschaftsspiele verpasst. Und dann kamen noch ein paar Verletzungen von Mateus Costa Diaz, Timoto. Die sind noch immer fraglich, aber wie gesagt, alles in allem, man kann zufrieden sein. Jetzt Pokalspiel, danach Saisonauftakt gegen Hamburg. Hast du da schon irgendwelche Gedanken dran verschwendet? Ist ein Aufsteiger, weiß wahrscheinlich keiner so, wo die stehen. Bist du da schon in der Vorbereitung oder ist jetzt erstmal nur Pokalspiel? Eigentlich nicht. Natürlich, dass wir vorbereiten uns für eine lange Saison und eine harte Saison, wo wir natürlich unser Ziel haben. Ich glaube, wie noch einige Mannschaften, besonders die Absteiger aus zweiter Liga. Aber meine Philosophie ist und meine Idee ist immer, von Spiel zu Spiel zu gehen. Und jetzt ist am Samstag Eintracht Hagen, Pokalspiel, erste Pflichtspiel sozusagen. Und dann werden wir Zeit haben, über andere Dinge zu denken. Ja, du hast gesagt, lange, schwierige Saison. Ziel, das auch andere Mannschaften haben. Wen siehst du da jetzt mal im Besonderen noch als größte Konkurrenten um den Aufstieg? Erstmal in der eigenen Staffel und dann auch darüber hinaus, weil es nutzt ja nichts, wie in den letzten Jahren auch, irgendwie Erster zu werden, Zweiter zu werden in der Staffel. Man muss ja auch danach noch wahrscheinlich gegen andere Staffelsieger antreten. Also, wir haben in den letzten 2 Saisonen gesehen, dass das keine leichte Aufgabe ist. Vielleicht, dass, also, wenn man sagt, also es ist schwer, von dritter zu zweiter Liga zu kommen, als von zweiter zu erster. Ich glaube, mit dieser Aufstiegsrunde natürlich, du kannst ganze Saison super spielen und deine Gruppe gewinnen oder dein Staffel und dann kommt ein Spiel in Aufstiegsrunde, wo du an Tagesform liegst und dann verlierst du und dann hast du keine Chance mehr zurückzukommen. Und wir werden in unserer Staffel natürlich viele Mannschaften haben, die auch schon Erfahrung, diese Aufstiegsrunde zu spielen haben. Wir haben in Wilhelmshaven eine Mannschaft, die erste, zweite Liga-Tradition hat, viele Jahre. Gerade gegen die haben wir letzte Saison in der Aufstiegsrunde hier zu Hause verloren.
Und die sind Top-Favorit von unserer Gruppe. Dann nicht zu vergessen auch Aurich, wo wir vor 2 Jahren dort auch gespielt haben und verloren haben. Altenholz, Aufstiegsrunde, Gegner. Dann die Mannschaften Mecklenburg-Stier, Stralsund auch, viel Tradition. Und also nicht jemand zu vergessen oder zu unterschätzen. Wir haben erst in unserer Staffel viele starke Gegner. Und wenn man insgesamt guckt, also ganze Liga, ich gehe davon aus, dass erst die drei Absteiger, TuS Venlo, TV Amstetten und Aue, sind Top-Favoriten. Und noch dazu Wilhelmshaven und Fullingen, die letzte Saison ja, Wilhelmshaven knapp verpasst hat gegen Konstanz. Und Fullingen hat auch Chancen gegen Potsdam gehabt. Und nicht zu vergessen andere Mannschaften wie Eintracht Hildesheim oder TuS Spenge. Und ja, wie gesagt, es wird sehr, sehr schwer sein, aber für das wir uns vorbereiten und wir gucken auf uns. Das ist auch etwas, was wir vor dieser Saison gesagt haben. Wir müssen auf uns gucken und nicht so viel denken, was ist links, was ist rechts, was ist vorne. Einfach auf unsere Kräfte und dann mal sehen am Ende der Saison. Du hast es eben gesagt, wir gucken auf uns. Du willst einen extremen Fokus bei deinen Spielern haben. Das hast du auch schon mehrfach geäußert. Es wird versucht, immer mehr auch das im Umfeld zu gewährleisten. Wie wichtig sind dir diese Bedingungen hier? Wie wichtig ist es für dich, dass die Jungs möglichst professionell arbeiten können? Wie wichtig ist dieses Sportzentrum auch hier? Wenn man über andere Mannschaften zum Beispiel überlegt, die in den letzten 2 Jahren diesen Weg geschafft haben, Aufstieg in zweite Liga, dann gerade unsere Gegner im Pokal Hagen, die haben schon eine zweite Liga-Mannschaft in dritte Liga gehabt. Und deswegen, die konnten das schaffen. Oder Empor Rostock, letzte Saison Potsdam und Konstanz. Und wir entwickeln hier keine heiße Wasser. Wir einfach müssen oder sollen machen, auch was die anderen machen, so dass wir auch erfolgreich sein können. Und professionelle Arbeit gehört dazu. Jetzt ist meine dritte Saison hier. Ich kann mich gut erinnern, meine erste Saison hier, wir haben 11 Leute gehabt, die gearbeitet, 8 Stunden gearbeitet haben. Dann Vormittagstrainingseinheit waren nur 3 Leute dabei. Und letzte Saison waren noch 7 Leute, die gearbeitet haben. Und diese Saison haben wir nur noch 2 Leute, die arbeiten. Und dann können wir mehr trainieren, dann können wir auch Vormittagstrainingseinheiten nutzen für einige Handballsache. Aber nicht zu vergessen, die fast also 90% der Mannschaft hat jetzt einen Rhythmus auch mit Fitness, mit unserem Tommy, also was er sehr gut macht. Und dann können wir eine Woche besser planen. Natürlich in unserem Sportzentrum, wir haben perfekte Bedingungen und wir haben unseren eigenen Kraftraum und wir brauchen nirgendwo gehen. Und wir möchten laufen, dann hier neben dem Mittellandkanal und natürlich das Gelegenheit, in gleiche Halle zu trainieren und spielen, haben auch nicht so viele Mannschaften. Und deswegen, wir müssen einfach diese Bedingungen nutzen. Und in den Richtung haben wir den Kader für diese Saison gemacht, wobei wir haben die Leute verpflichtet, die werden sich 100% mit Handball beschäftigen. Zum Abschluss so ein bisschen so ein Blick in die Zukunft, so in 5 Jahren, wo siehst du dich da, was möchtest du gerne nochmal erreichen? Du hast als Spieler alles gewonnen, ich kann mir vorstellen, du bist ja durchaus ein ehrgeiziger Mensch, du hast als Trainer da auch noch das eine oder andere Ziel. Man muss ein Ziel haben, also wenn man kein Ziel im Leben hat, dann geht er so. Und ich sehe mich auf jeden Fall als Trainer, wo das ist in diesem Geschäft also nicht so gut zu sagen oder zu schätzen. Ich versuche einfach jeden Tag mein 100% zu geben und ich bin momentan wirklich zufrieden, wo ich bin. Ich überlege nicht so viel, was war gestern oder wo sollte ich sein oder wo soll ich sein.
einfach, ich genieße jeden Tag in diesem Verein mit unserer ganzen Umgebung, mit Jungs auf dem Feld bei jedem Training. Und natürlich, ich freue mich auch, wenn die Leute kommen in die Halle und dass die unterstützen uns, dass die erkennen, dass wir hier hart arbeiten und dass wir Gelegenheit haben, einfach die Geschichte von diesem Verein zu schreiben. Super, vielen Dank, Davo. Bitte.